Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Ja, wir fangen heute auf der rechten Seite unten an. Wir haben den T-Pose hier als allererstes. Die schläft auch gleich ein, die nette Dame hier. Finde ich mega geil. Wir lassen jetzt ab sofort die Benotungen weg. T-Pose. Aber was wir machen werden, wir werden trotzdem mal ganz kurz zeigen, wie aktuell ihr die Sachen benotet habt. Hier. T-Pose 4,49 von 5. Jo. Und dann sind wir beim Flughafen. Finde ich auch mega, mega nice. Gefällt mir sehr gut. Erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Pokéball mit Hörnchen. Finde ich richtig, richtig cool, das Ding. Wie habt ihr denn den Pokéball, den fliegenden Pokéball bewertet? Flugkarpfen. Das ist der Flying Carp. Das ist der hier. Da haben wir tatsächlich 4,17 von 5 bei 12 Votes. Okay. Dann sind wir bei Blendend. Finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Etwas grellere Farben. Wie sind dort eure Noten für den Blenden? Das ist der Dazzle in der englischen Version. 4 von 5 bei 31 Votes. So, dann kommen wir hier zu der Hackweise. Tanzen verboten, wurde hier angekettet an dieses Schild. Das wurde einfach mal rausgerissen. So, der Teil gefällt mir persönlich nicht so wirklich gut, aber jeder hat ja so eine eigene Meinung dazu. Das Crossroads und das hat 3,38 von 5 bei 8 Votes. Für 500 V-Bucks. So, für 1200 V-Bucks haben wir den Rabatz. Ich finde den ziemlich nice. Mir gefällt der extrem gut. Der ist so ein Steampunk-Skin. Finde ich geil. Rabatz. Wie schaut's aus? Das ist der hier, der Rukus. Und der hat hier 3,16 von 5 bei 19 Votes. Neues Spiel. Leuchtstäbe finde ich mega, mega, mega geil. Werde auch das Video, in dem die ganzen Skins da mit drin sind, ans Handy hier verlinken. Finde ich hammercool. Hier eure Noten. 4,55 von 5 bei 11 Votes. Ja, dann haben wir hier den Spalter von der Schädeline. Mir persönlich gefällt das Ding nicht so gut. Weder in dem einen noch in der anderen Version. Ist mir persönlich wieder alles zu pinky und bin ich nicht so ein Fan davon, das wisst ihr ganz genau. Trotz allem hier das Teil für 800 V-Bucks. Schauen wir mal, wie sind da eure Noten. 4,25 von 5 bei 12 Votes. Jo, dann haben wir, achso, muss ich ja noch hier zu der Schädeline. Da finde ich persönlich allerdings den zweiten Style um einiges besser. Hier etwas heller. Herzchen oben drauf. Naja, da ist Messer oben drin. Sieht aber schon besser aus. Deutlich besser als die andere Version. Gucken wir mal, was habt ihr der Scully für Noten gegeben? Ist das hier 4,19 von 5 bei 26 Votes. So, das Teil für 1200 V-Bucks. Ja, und dann sind wir bei Dämonika, war ja gestern bereits drin gewesen, fand ich gestern auch sensationell geil. Und bin mal gespannt, wie ihr für die Malice jetzt insgesamt bis jetzt abgestimmt habt. 4,69 von 5 bei 13 Votes, hammergeil das Ding. Die heiße Hacke habe ich mir selber geholt, ich finde die mega geil, diese Picke hier. Auch mit diesem Flammeneffekt da. Hammer, hammer geil das Ding. Teil des Teuflisch-Sets. Mega cool. Das ist die Burning Axe. Und hier haben wir auch 4,5 von 5 bei 8 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.